Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Mit euch wollte ich heute ein bisschen rausgehen und wollte mal ein Stückchen in die Dunkelheit gehen. Das heißt, ich habe meine Stirnlampe. Ich mache sie mal aus. So. Und ich habe hier unten meine Leuchten. Schaut mal. Ne? Das habe ich doch selbst konstruiert. Kann sie auch mal ausmachen. Über einen Schalter. So, mache meine Stirnlampe an. Und ich glaube, das ist eine gute Helligkeit. Mal schauen, wie es wird, wenn wir ins Dunkle kommen. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich kein Auto blende, falls ein Auto noch kommen sollte. Somit testen wir die neue 4K-Kamera. Ich möchte mal sehen, was sie oder ob sie vom Film her recht gut ist. Gerade wenn wir mal draußen sind und dann ein paar Aufnahmen machen möchten. Das sollte schon dann funktionieren, ne, dass die Kamera auch wirklich mit Lichtquellen arbeiten kann. Nun gehen wir langsam in die Dunkelheit, obwohl da oben ist der Mond. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, Moment. Da ist der Stern, da ist der Mond. Ja, vielleicht kommen wir noch ein Stückchen näher. Also die Stirnlampe, ich glaube, sie macht ein ganz gutes Licht, ne? Hatte ich jetzt auf voll? Nein, jetzt habe ich sie auf voll. Oh, doch, die wirft ein gutes Licht. Also, die hat sich wirklich bezahlt gemacht. Ich hoffe, der Ton spielt mit. Es ist Gott sei Dank gerade windstill, weil ich ja hier nichts drüber gezogen habe, sondern 1:1 in den Lautsprecher rede. In den direkten Lautsprecher von der Cam. Ich habe keinen Verstärker mit. Nun sind wir ein Stückchen weiter. Und jetzt kommen wir auch ins richtig Dunkle, würde ich mal sagen. Dann wollen wir mal ab ins Dunkle mit uns. Ja, jetzt können wir mal gucken, wie die Stirnlampe sich macht. Ich kann sie natürlich noch einstellen. Ich kann das Licht so machen und ich kann das Licht auch auf Entfernung machen. Ich glaube, so ist es vielleicht gerade ganz gut. Oh, hier ist aber glibberig. Das Ganze prüfe ich. Es ist alles glibberig hier. Ich gehe mal auf den Grünstreifen weiter rüber. Das Ganze prüfe ich jetzt oder teste ich jetzt wegen... schon raureif? Das sieht aus wie raureif. Schaut mal. Hä? Das kann doch nicht raureif sein, oder? Ich mach mal die Lampe aus. Die Stirnlampe. Nein, das ist kein raureif. Aber es sieht aus wie raureif. Nur die Temperaturen sind ja längst nicht, noch nicht so tief. Das würde man doch sehen, oder? Nein,
kann ich mir nicht vorstellen. Gut, wir gehen mal ein Stück weiter. Wenn ich jetzt ein bisschen Unsinn rede, dann nimmt das nicht so hundertprozentig auf. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt ein Prüfen für die Livestreams im Winter. Weil im Winter habe ich ja nun auch mal vor, mit euch rauszugehen und dementsprechend einen Livestream zu fahren. Und von daher muss ich ja auch meine Beleuchtung testen. Und ob ich da noch was verbessern muss, verändern muss. Und das würde sich dann eben rausstellen. Ne? Ja, hier gibt es allerdings nicht viel zu sehen, obwohl da ist der Mond. Da hinten, da schimmert der schon durch. Da, das ist der Mond. Schade, ich kriege ihn oder bekomme ihn nicht klarer drauf. Das ist schade. Gut, wir gehen weiter. Hier muss auf jeden Fall gemäht worden sein. Mit einem Traktor, weil das hier ist in eins durch rechts wie links gemäht. Ja, dann ist das wenigstens mal ein schöner breiter Pfad und nicht ganz so dünn, ne, weil hier hat er alles bis in den Weg reingehangen sozusagen. Es war nur noch ein Pfad und jetzt sieht es hier schon ein bisschen besser aus. Ich war ja heute am Roller oder vielmehr an den Auspuff dran vom Broadway. Ich habe Olaf angeschrieben und habe eben auch mal angefragt, ob das der Auspuff ist. Moment. Oh. Ob das der Auspuff ist, den ich Ihnen vorgegeben habe. Oh, das Licht. Ich mach das mal so. Also ob das der Auspuff ist oder gewesen war, den ich Ihnen vorgegeben habe. Und der sagte, ja, das ist er. Also, ich weiß gar nicht, weil es stand dort beschrieben, dass da eine Nummer eingeschlagen sein sollte, die gar nicht drin ist. Deshalb wundert mich das jetzt natürlich. Ja, jetzt ist aber auch alles wieder zu spät. Wir können weder zurückschicken, jetzt ist die Zeit um, und wir können auch in diesem Moment keine Nummer auftreiben. Tja, das ist natürlich ein Problem. Das muss raureif sein. Doch, das ist eindeutig raureif. Schaut mal. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Grad wir es haben. Das muss schon raureif sein. Ich kann mich doch nicht so vertun. Schaut mal, vom Weiten. Das kann doch nicht sein, oder? Ich mache mir die Lampe ein bisschen kleiner hier noch. So. Auch da drüben. Ist das schon so kühl? Das ist ja Wahnsinn. Und da geht's zu unserem Mond. Ich mache mal die Beleuchtung darüber und guck mal, ob ich auf dem Mond, wenn ich das Licht dahin verstärke, ob ich den Mond etwas besser ranbekomme. Ah nee, er kriselt. Das ist ungefähr ein Dreiviertelmond. Schade, das kriselt. Ich habe genau die Beleuchtung dahin gemacht. Obwohl, ich muss schon sagen, ich kann ganz schön weit gucken. Da kommt selbst die Kamera nicht mit.
sehen wir alle wieder was. Ich bleib mal stehen. Ja, okay. Na, ich muss das Licht wenigstens schon so lassen. Ja, so ist, glaube ich, noch erträglich. Und wir haben einen Sternenhimmel. Ob man die natürlich wieder sieht, das ist die zweite Frage. Da hinten ist der Mond. Da ist ein Sternchen. Wenn es ein Sternchen ist, wer weiß, vielleicht sind das auch schon Satelliten oder so. Naja, ich habe es ausprobiert. Oder ich habe es probiert. Ob es funktioniert hat, weiß ich leider nicht. Na gut, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Seht ihr das Rote da hinten, das Blinken? Das sind Windkrafträder. Ja, es wird sogar diesig. Und ich wundere mich, warum das so komisch aussieht, das Bild. Na gut, ich muss mich hier auch erstmal damit einfinden. Und jetzt haben wir natürlich Gegenwind. Ich habe mich gerade... Moment. Ui, jetzt kommt aber Wind auf. Ich hoffe, der schlägt nicht so ins Mikro. Wo ich sagen muss, ich denke mal, für normale Aufnahmen ist diese Kamera gar nicht so schlecht. Aber für bessere Aufnahmen müsste man auch was Besseres von der Qualität her haben. Ne? Ihr wisst ja, was diese Kamera gekostet hat. 140 Euro, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich kein Wahnsinnsgeld für eine Kamera. Aber auch ich muss in Rahmen bleiben. Ne? Zumindestens, ja, bis wir den richtigen Anlauf gefunden haben, könnte man sagen. Jetzt kommt natürlich etwas Wind auf. Da bin ich mal gespannt, ob die Kamera das mitmacht. Und wie überhaupt meine Stimme ist. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ja, wir kommen in Richtung Gebertshagen wieder rein. Aber wir haben noch ein paar Meter zu laufen. Wir haben wenigstens schon mal Laternen wieder. Da wird die Beleuchtung doch wieder ein bisschen besser. Ich freue mich natürlich auf den Winter, wenn wir dann wieder rausgehen können und dann auch noch live. Und wir versuchen auch am Tage dann mal rauszugehen, um zu sehen, was wir da noch so unternehmen können. Ja, live ist natürlich noch schöner als wie ein Video, finde ich zumindest. Auf dieser Straße hier ist auch die Sattlerei, wo ich ja irgendwann von Yamaha Neos mal die Sitzbank hinbringe und neu beziehen lasse, weil der arbeitet so gut, dieser Mensch, Wahnsinn. Also er bezieht wirklich Sitzbänke richtig sauber. Öffnungszeiten, wenn ihr in Gebertshagen seid und auch so wie teilweise Antiquitäten sucht, dann schaut mal hier rein. Hier werdet ihr fündig, mit Sicherheit. Das Ganze geht noch da hinten durch. Oh, da steht sogar eine 50er. Sieht aus wie ein E-Scooter. Ja, das ist eindeutig ein E-Scooter. Hoch. Moment.
denke mal, der ist privat. Aber schön. Wie so eine kleine Schoppe aufgebaut. Okay. Gehen wir mal weiter. Also habt ihr was zu polstern oder zum Polstern lassen, wie auch immer, könnt ihr da gerne anfragen. Weil der macht echt Top-Arbeit. Derjenige. Er ist selbstständig. Jetzt leuchte ich mir natürlich direkt ins Gesicht, aber das ist nicht so schlimm. Die kann aus. War die aus? Oh, die war sogar aus. Oh, bin ich blass, mein Lieber. Aber nur durch meine zusätzlichen Leuchten. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich lang gehen muss. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare reinschreibt. Somit, Moment, ich muss meinen Weg hier finden, sonst laufe ich hier noch gegen ein Auto. Wenn ihr Lust habt und die Möglichkeit habt ihr, könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben und mal was dazu sagen. Wie gesagt, das war jetzt ein Testlauf, um die Beleuchtung mal auszutesten für später, wenn wir dann auch live rausgehen. Und die Kamera eben natürlich auch auszuprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und euer Peter. Tschüss.